nur aber der Blick auf spektakuläre Aufnahmen, die von der Sonne der NASA nämlich gelungen sind in den vergangenen Tagen. Da wurde die bis dahin zweitstärkste Eruption des aktuellen Sonnenzyklus gemessen. Die größte Sonneneruption bisher, die fand im Jahr 2003 statt. Inzwischen gilt eine Sonnensturmwarnung und bis morgen könnte es deshalb zu Störungen im Erdmagnetfeld kommen. Zudem gibt es vielleicht ja auch wieder Nordlichter in südlicheren Regionen.